Big Fish Games. Top Evidence Studio. Ja, meine Lieben, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Abenteuer und natürlich zu einer komplett neuen Wimmelbild-Spielreihe. Es handelt sich um das Spiel Hunted Manor 1, der Herr der Spiegel. Und wie ich auch schon gerade angedeutet habe, es ist auch wieder eine komplett neue Spielreihe, die ich jetzt auf meinem Kanal euch gerne präsentieren möchte. Und zu dieser Spielreihe muss ich allerdings euch was mitteilen, aber das habe ich auch schon am Ende von Christmas Stories 1 Nussknacker ja auch schon ein bisschen angesprochen gehabt, das Thema. Und zwar, also die ersten zwei Teile werde ich ganz normal auf CD spielen. Den dritten Teil, den kann ich euch jetzt leider überhaupt gar nicht mehr zeigen, weil ich habe überall nachgeschaut. Ich habe auf Amazon nachgeschaut, da gibt es den dritten Teil überhaupt nicht. Dann habe ich sowohl auf der deutschen als auch auf der englischen Homepage von Big Fish nachgeschaut. Da gibt es den dritten Teil auch nicht. Was ich ein bisschen sehr eigenartig finde, weil das ja eigentlich von Big Fish kommt. Aber okay, ist halt so. Und auf Steam gab es zwar den dritten Teil, aber der Publisher hat das Spiel auf Steam aus irgendwelchen Gründen entfernt. Ich weiß nicht warum. Und deswegen kann ich euch den dritten Teil leider nicht zeigen von Hunted Manor. Ich hätte euch das liebend gerne gezeigt. Das wäre sogar, hätte ich das auf Steam geholt, wäre das sogar eine Sammler-Edition gewesen. Aber ist leider nicht. Das heißt, nach dem zweiten Teil werde ich irgendwann, weil ich ja auch die Hunted Manor-Spielreihe auch ein bisschen verstreut auf meinem Kanal Let's Playen werde. So war es nämlich auch geplant und so wird es auch geplant werden. Werde ich natürlich die Spielreihe auch ein bisschen schön verstreut dann euch zeigen. Und es gibt wie gesagt 6 Teile und der 5. und der 6. Teil, die wurden allerdings nicht ins Deutsche übersetzt. Das heißt, der 5. und der 6. Teil sind halt auf Englisch, aber ich werde mich da trotzdem irgendwie mich durchfuchsen. Genau, ach ja, und bevor ich das vergesse, da jetzt natürlich ein neues Jahr begonnen hat, wünsche ich euch natürlich allen ein frohes neues und gesundes Jahr. Auch wenn das jetzt mit dem Coronavirus sich bestimmt noch hinziehen wird, weil ich habe ja auch in den Nachrichten gehört, da ist ja jetzt dieser mutierte Coronavirus jetzt in Deutschland und passt bitte auf euch auf und haltet den Abstand und tragt immer eine Maske, wenn ihr in der Stadt seid oder wenn ihr jetzt irgendwie einkaufen geht. Tragt die Maske, auch wenn es nervig ist. Mir geht es ja selbst auf die Nerven, aber da muss man halt leider durch, ne? Genau. So, und jetzt wieder zurück zum Spiel. Also, ich werde euch jetzt erstmal kurz die Nebeninformationen sagen zu Hunted Manor 1, der Herr der Spiegel. Und zwar, wir spielen als Protagonist einen Mann diesmal, der Stan Riddle heißt. Wir können natürlich, weil wir halt so sind als Protagonist, als Stan Riddle, wir können natürlich keine Wette abstreiten. Wir lieben in dem Abenteuer halt Wetten. Und gehen halt zum verlassenen Anwesen am Stadtrand. Und das ist hier dieses Anwesen, was man jetzt hier sehen kann im Hintergrund, im Hauptmenü. Wir machen natürlich eine Art Mutprobe gegenüber unseren Freunden, aber das wird man auch gleich im Intro-Video sehen. Und dort beim Anwesen treibt der Herr der Spiegel natürlich sein Unheil. Und kaum hat Stan Riddle, also wir als Protagonist, die Vordertür betreten, schon wird er in das verfluchte Reich der Spiegel gezogen und muss die Scherben seiner Seele sammeln, um die Geisterwelt zu entkommen. Das werden wir alles noch sehen, wie wir uns oder wie ihr euch das jetzt vorstellen dürft. Wir müssen halt, und das ist halt auch das Ziel, wir müssen halt alle Spiegelscherben einsammeln und so das Reich der Spiegel auch verlassen.
Genau. Und jetzt, meine Lieben, werde ich euch erstmal den Anfang präsentieren. Viel Spaß und dann wollen wir mal. Beziehungsweise, ich mache das mal lieber so. Ich lösche das mal aus Sicherheitsgründen mal. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt ein Spielstand jetzt war, wo ich jetzt mittendrin war. Deswegen mache ich das lieber so. Sicher ist sicher. Und jetzt spielen wir. Jo, ist der Anfang. Alle wussten von dem verlassenen Haus am Rande der Stadt, aber niemand hatte bisher gewagt, es zu betreten. Mit Ausnahme des bedauernswerten Stan Riddle. Stan hatte nämlich eine besondere Schwäche. Er konnte keiner Wette widerstehen. Weder Stan noch seine Freunde hätten die Folgen dieser letzten Wette abschätzen können. Und das sind wir. So sieht der Riddle aus, der Stan. Am Ende des Korridors befand sich ein großer Spiegel, dem Stan einfach nicht widerstehen konnte. Und als er hineinblickte, starrte ihn sein Spiegelbild mit den Augen eines anderen an. Plötzlich zersprang der Spiegel und Scherben fielen, klirrend auf den Boden. So war es also gekommen, dass Stan Riddle vom Herrn der Spiegel gefangen genommen wurde. Ja. Und wir brauchen keine Hilfe, danke. Schalte alle 6 Wandleuchter ein. Genau, und das wollte ich euch jetzt auch sagen, aber nicht im Hauptmenü, sondern jetzt erst hier im Spielgeschehen. Also, das Wimmelbild, also zumindest der erste Teil von der Haunted Manor Spielreihe, ist jetzt ein bisschen komplett anders aufgebaut als bei den Wimmelbild-Spielen, die wir jetzt so kennen. Es gibt hier nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt halt hier herumwandern kann, wie bei den anderen Wimmelbild-Spielen. Wir werden zwar viele verschiedene Orte sehen, aber wir bleiben immer im festen Raum drin und müssen halt immer, wie hier zum Beispiel, eine Art Wimmelbild machen. Es gibt ja auch richtige Wimmelbilder, die allerdings per Zufall generiert sind. Das heißt, sollte mal irgendeiner von euch mal auch der Herr der Spiegel mal nachspielen wollen und ihr seid jetzt bei den Wimmelbildern angekommen, aber ihr müsst halt andere Gegenstände suchen als die, die ich jetzt hier suchen muss. Wie gesagt, das ist dann der der beste Beweis, dass halt die Wimmelbilder per Zufall generiert sind. Die, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, jetzt hier diese ganz kleinen Mini-Wimmelbilder, die sind immer gleich. Aber ihr werdet es noch sehen, was ich jetzt hier meine. Okay, also erstmal die Taschenlampe, die ist ja hier. So, und mit Hilfe der Taschenlampe müssen wir jetzt noch einen Lampenschirm, der hier ist. Ja, und das ist auch so eine Sache, die Sachen, die bekommen wir dann auch im Inventar. So, dann brauchen wir einen Schraubenzieher, der jetzt auch irgendwo hier ist, und eine Glühbirne, die ist dort. Und irgendwo soll hier auch noch ein Schraubenzieher sein. Eine alte Zeitung. Dieses Haus... Ja, toll. Da war der Text ein bisschen zu schnell weg. Ein Edelmann verschwindet. Das sind gar keine guten Nachrichten. Okay. Wir klicken einmal auf Liste und dann können wir aber schon mal die Sachen hier schon mal hinzufügen. Und die Glühbirne, ich glaube, die kommt dahin. Jawohl. Ich brauche etwas, um die Kabel zu isolieren. Ja, ein Isolierband bräuchten wir. Ah, da ist auch noch was. Wenn ich dies nur irgendwie wieder anschrauben könnte, ja, dafür brauchen wir den Schraubenzieher. Der aber irgendwo gut versteckt ist. Ah, es werde Licht. Ohne Elektrizität brennt diese Lampe nicht. Okay, so, und wenn es hier so funkelt, dann das ist ein richtiges Wimmelbild, wie gesagt. Und ich werde die Parts, weil ich das gerade auch sehe,
Ich werde die Parts natürlich hier im ersten, aber auch im zweiten Teil von Hunted Manor ein bisschen in die Länge ziehen. Das heißt, nicht nur so zwischen 10 bis 15 Minuten, sondern hier werde ich mal zwischen 10 bis maximal 20 Minuten Parts machen. Nur, dass ihr dann Bescheid wisst. So, was brauchen wir denn? Bleistift, Krone, Feder, Eule, Fledermaus, Zahnrad, Halskette, Einhorn, Isolierband, was wir dann auch, denke ich mal, gleich bekommen werden. Eine 4, ein Tarnzapfen und eine Schrotpatrone. Okay. Erstmal ein Bleistift. Der ist da. Eine Krone. Die könnte auch eingezeichnet sein. Oder eingraviert oder was auch immer. Jawohl, da. Eine Feder. Die ist dort. Nee, dann ist wohl die Sprungfeder gemeint. Wenn das jetzt nicht die Feder ist. Aber wo soll denn hier eine Sprungfeder sein? Da unten. Eine Eule, die habe ich auch schon gerade gesehen. Eine Fledermaus. Uha. Die ist da. Ein Zahnrad. Ist das das hier? Ja. Eine Halskette. Oh Gott, wo soll denn hier eine Halskette sein? Also hier sind die Wimmelbilder auf, weil das wirklich ein sehr altes Wimmelbild-Spiel ist. Also hier sind die Gegenstände auch ein bisschen schwierig zu finden, weil das auch zum Großteil auch immer so kleine Objekte sind, die wir suchen müssen. Und es gibt hier auch richtige Wimmelbildstrafen. Das heißt, Grüße an dich, Huli. Dann wirst du halt auch mal ab und zu mal selbst sehen, wenn ich hier mal zu wild klicke, wie du das immer so schön bezeichnest. Ja, es kann sein, dass ich hier mal ein bisschen wild rumklicke, aber nur wenn ich ein bisschen, ja, verzweifelt bin. Ich klicke erstmal das Einhorn an, weil ich sehe jetzt momentan die Halskette echt nicht. Das ist hier nicht, nee. Ein Isolierband. Das ist da oben. Die Zahl 4. Die ist hier. Ein Tarnzapfen. Der ist dort. Und eine Schrotpatrone. Die ist dort. Ja, jetzt fehlt mir natürlich noch die blöde Halskette. Ist das die hier? Nee. Das hier? Ah, da. Okay, gut. Und wir haben das Isolierband erhalten. Sehr schön. Das wir natürlich da einsetzen müssen. Und so geht das ganze Spiel halt ab. Oh, da erscheint ein Schatten. Oh. Na, machen wir hier mal schnell überall das Licht an. Ohne was? Ach so, ja. Dafür bräuchten wir wohl den Schraubenzieher, den ich immer noch nicht gefunden habe. Ne, hier ist er nicht. Ja, das ist auch schon eine Wimmelbildstrafe. Wie gesagt, es ist eine Art... ah, da ist der Schraubenzieher, sehe ich gerade. Es ist halt ein kleines Wimmelbild, halt, wenn man das so bezeichnet. So, jetzt können wir aber die Lampe anmachen. Jawoll. Oh. Und da ist der Herr der Spiegel. Hallo Stan, willkommen in meinem Kerkerhaus. Deine Wette wird dich teuer zu stehen kommen. Wenn dich der Spiegel gefangen nimmt, kannst du das Haus nie wieder verlassen. Das wollen wir mal sehen. Ich habe große Pläne für dich, Stan, aber du bist noch ungehorsam und bist noch nicht bereit, mir zu dienen. Ich überlasse dein Schicksal dem Haus, bis du, wie soll ich sagen, nachgiebig wirst. Muahahaha. Oh, das hört sich nicht gut an. Suche den im Korridor versteckten Safe.
Okay. Hier vielleicht? Ja. So, was brauchen wir? Zwei Katzenstatuetten, ein Stern, ein Sporenstern und Hufeisen. Okay. Ja. Da ist eine Katzenstatuette. Da ist ein Stern. Da ist ein Sporenstern. Da ist die zweite Katzenstatue. Tja, jetzt brauche ich nur ein Hufeisen. Ah ja, da hat sich wieder ein Wimmelbild freigeschaltet. Das werden wir wohl da bekommen. Ein Füllfederhalter, Hufeisen, Nagel, Sägeblatt, Wäscheklammer, Landhauszeichen, Büroklammer, Eichen, Glocke, Briefumschlag und ein Kronkorken. Ein Füllfederhalter, der ist da. Ein Hufeisen, ja, das ist groß genug. Ja, okay, manche Gegenstände, aber das ist sehr selten bei dem Spiel. Hier sind halt auch mal groß, aber sehr selten, wie gesagt. Ein Nagel. Den habe ich doch gerade, wo wir das erste hier gemacht haben, gerade gesehen. Wo waren das jetzt? Scheiße. Da, genau. Ein Sägeblatt, das ist dort. Eine Wäscheklammer. Ein Landhaus. Ein Zeichen, ja, das hier wohl, ja. Eine Büroklammer. Eicheln. Eicheln? Eicheln. Ja, die Eicheln. Da. Eine Glocke. Ein Briefumschlag. Und ein Kronkorken. Perfekt, das ging. Also manche Wimmelbilder sind halt auch wirklich angenehm, aber manche sind auch wirklich fies. Und da haben wir ein Hufeisen bekommen. Sehr schön.